einer der Top 3 Sportausrüster der Welt, engagiert sich in deiner Sportart im Handball. Ein besseres, ein stärkeres Signal, ich sage jetzt mal, außer noch viel, viel mehr mediale Aufmerksamkeit und den großen Live-Spielen in der ARD oder so, kann es ja eigentlich gar nicht geben, oder? Ja, ich glaube, die große Herausforderung der letzten Jahre ist, für die Top-Köpfe in unserer Sportart über den Tellerrand hinauszuschauen. Mhm. Und nicht immer nur im eigenen Saft zu schmoren und den eigenen regionalen Verein vielleicht zu sehen, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach, sondern das Entscheidende, was die guten Manager unterscheidet, ist, groß zu denken. Und die große Herausforderung der nächsten Jahre wird sein, Handball global zu promoten, immer mehr zu promoten. Das ist im Übrigen auch wichtig im Hinblick darauf, dass wir olympisch bleiben. Dass wir eben uns globaler aufstellen, dass wir in Asien eine Relevanz bekommen, dass wir in Südamerika eine Relevanz bekommen. Da arbeiten einige schlaue Köpfe dran und die Globalisierung hat einen höheren Standard als noch vor 10 Jahren, zumindest was wir wollen und wie wir es finanzieren. Und eine Weltmarke wie Puma ist natürlich ein unerhörter Booster in dem Bereich, dass so eine Marke sich bekennt zu unserem Sport, der tatsächlich das Epizentrum immer noch in Europa hat und selbst da nicht in allen Ländern. Und mit dieser Marke, das ist jetzt nicht nur eine Einbahnstraße, versprechen wir uns natürlich auch eine globalere Entwicklung und Weiterentwicklung unserer Sportart. Matthias, wenn du das hörst, wie die Füchse funktionieren, das war ja im Prinzip gerade die perfekte Vorbereitung, wahrscheinlich da auch nochmal der Haken dran, jawohl, das passt nicht nur menschlich, das passt auch von der Struktur, aber nochmal ernst gemeinte Frage, was kann auch ein Unternehmen wie Puma vom Leistungssport, also auch vielleicht von einer solchen Struktur, auch dem Mut, jetzt auf ein Eigengewächs als Cheftrainer zu setzen, was könnt ihr davon lernen als Unternehmen, Stichwort Innovation? Also ich finde das genial, da auch die Vision zu haben, sowas zu bauen, und mich irritiert das auch gar nicht. Weil ich selber in einem Umfeld arbeite, wo das Durchschnittsalter knapp über 30 liegt. Mhm. Mein jetziger Chef, irgendwie, keine Ahnung, 15 Jahre jünger als ich selbst. Also Alter spielt nie eine Rolle für Qualifikation oder ob jemand Erfolg hat, ja oder nein. Also ich finde das eine richtig klasse Entscheidung. Das ist wunderbar. Also ich finde das richtig toll. Ja. Gut, also Kompliment auch. Ich finde das... Passt. Die Fans wissen das natürlich auch, die Füchse über viele Jahre plus das Team und Präsidium und so weiter im Hintergrund, aber die Füchse vor allem Bob gesteuert auch gewesen, was den Aufbau angeht. Jetzt seid ihr Bob und Kretsche gesteuert, gerade was auch die sportliche Weiterentwicklung natürlich angeht. Wie schwer ist das in Corona-Zeiten zu planen, Kretsche? Also sprich, auch Menschen dazu zu bewegen, für Berlin in Zukunft zu spielen, für ein Gehalt XY. Also gerade das Thema Aufbau der Mannschaft ist ja vor allem auch dein Thema. Ja, ich bin ja aus vielerlei Gründen nach Berlin geholt worden. Bob hat sich ja da auch einiges gedacht. Der sportliche Grund ist momentan hinfällig. Dafür bräuchte er mich jetzt nicht. Weil ich glaube, dass in den nächsten 1,5 Jahren jetzt keine großen Investitionen zu erwarten sind, beziehungsweise wir erstmal lernen müssen, mit der Krise umzugehen. Momentan ist es natürlich für alle Bundesligisten, genauso auch für uns, ein Konsolidierungskurs in der Größenordnung, wie wir sie noch nie machen mussten, wie noch kein Bundesligist konsolidieren musste. Wir hören natürlich die Signale aus Flensburg, aus Leipzig, überall her, die alle die Budgets kürzen. Und so denken wir natürlich auch. Und wir haben mit Bob natürlich dort einen erfahrenen Kaufmann, der das große Ganze immer genau im Blick hat. Glücklicherweise mit einer breiten Unterstützung nicht nur der Sponsoren, sondern auch der Zuschauer. Da muss man auch sagen, dass dort eine große Solidarität mit dem Verein herrscht. Trotz allem ist die Vision Champions League und diese Euphorie, die letzten Herbst noch herrschte, mit Sicherheit nicht mehr in der Größenordnung ausgeprägt, wie es letzten Herbst noch war. Also jetzt glaube ich, dass wir eine sehr, sehr gute Mannschaft haben auf Corona-Niveau. Also da haben wir eine Mannschaft, glaube ich, die wirklich mit den Spitzenmannschaften mithalten kann. Aber die Lücke zum THW zu schließen, ist jetzt erstmal sicherlich in 1-2 Jahre mindestens in die Ferne gerückt. Also im Prinzip eine Mannschaft, mit der das, was Kretsche vorhin gesagt hat, die Vision Champions League, aus deiner Sicht erreichbar ist? Ich will jetzt keinen Druck aufbauen, ich meine es jetzt ganz ernst. Also wir alle wissen nicht, wie die anderen Vereine sich auch aufstellen, jetzt gerade durch diese Krisensituation. Genau, wenn man sagt, man möchte oben angreifen, warum sollte man dann nicht ganz oben angreifen?
Ich bin jetzt keiner, der sagt, okay, kommt, lasst uns den dritten oder zweiten Platz angreifen. Das wird es dann vielleicht am Ende, wenn Kleinigkeiten entschieden haben. Aber man sollte erstmal sich nach ganz oben orientieren. Und in so einer engen Sportart wie Handball, wo Sekunden und wenige Tore über Sieg und Niederlage entscheiden, wird der Beste über eine Kontinuität am Ende der Saison gewinnen. Und das wollen wir am Ende sein. Damals der Elfjährige, jetzt machst du den damaligen Jugendspieler, der ja auch bei dir die Jugend durchlaufen hat, zum Cheftrainer. Das ist ja auch ein, für sich selber auch ein, also ich würde da zu Hause sitzen und sagen, geil, es ist geil, dass ich mich das traue und auch geil, dass wir das machen. Für mich war klar, ich brauche jemanden, der in dem Bereich besser ist als ich, weil sonst bringt uns das inhaltlich nicht weiter, den Verein nicht weiter. Und wir haben letztes Jahr die Frage uns gestellt, holen wir ihn schon vorher? Und haben dann gesagt, in der Konstellation, wie das ist, machen wir das nicht. Das heißt, du hattest kurz den Gedanken, ihn für die jetzt abgelaufene Saison genau, schon zu verpflichten. Wir haben darüber diskutiert, wir haben uns dann entschieden, noch ein Jahr mit Velimir Petković weiterzugehen, weil wir davon überzeugt waren, dass das für die Gesamtkonstellation erstmal der richtige Schritt war. Und Petković auch im ersten Jahr auch eine Menge daran dazu beigetragen hat, dass wir sportlich wieder auf die Situation gekommen sind, die wir uns gewünscht haben. Und wir haben ganz, als ich angefangen habe, habe ich gesagt, es gibt zwei wesentliche Themen. Von der Schulturnhalle in die Schmelinghalle, wo alle gelacht haben, was machst du mit 200 Zuschauern, warum gehst du in eine große Arena, und aus den Reinickendorfer Füchsen die Füchse Berlin zu machen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir in den nächsten Generationen davon sprechen werden, dass wir Stefan Kretschmer geholt haben und dass wir Jaron geholt haben. Und ich verspreche mir über dieses Thema einfach, dass wir nochmal diesen nächsten Step auch gehen können. Und ich glaube, dass wir auch eine Mannschaft zusammengestellt haben. Und deswegen hat Stefan natürlich schon recht. Er hat jetzt so viele Spieler geholt, jetzt muss irgendwann auch Schluss sein. Ich kann jetzt nicht anfangen zu sagen, ich brauche ihn jetzt nicht mehr als Vorstand Sport für neue Spieler, weil das ist jetzt ausgereizt erstmal in der Situation. Und jetzt muss sein Trainer das ins vernünftige sportliche Resultat bringen, damit sich der Geschäftsführer dann wieder feiern lassen kann dafür, was natürlich, er gemacht hat. Also natürlich. So einfach ist das in der Regel. Jaron, vielleicht nochmal mit Blick auf die Mannschaft. Mannschaft ist zusammengestellt. An der einen oder anderen Stelle wirst du via Zoom oder WhatsApp oder so dich mit Kretsche und Bob ausgetauscht haben. Hast du die Jungs bekommen, die du dir gewünscht hast? Also allen vorweg, Lasse Andersson zum Beispiel. Und wenn du auf die anderen Neuzugänge schaust, ist das eine Truppe, mit der du jetzt, also du wirst mit der arbeiten, klar, aber, oder hast du noch Wünsche? Hier wäre die Möglichkeit vor Zeugen etwas zu sagen. Hier ist auf keinen Fall die Möglichkeit. Letztmalig. Nein, die Mannschaft, so wie sie jetzt da steht, ist sehr, sehr gut aufgestellt. Ich glaube, da sind wir mehr als konkurrenzfähig, auch was die Spitze angeht. Das ist nicht nur der Leitgedanke, hier irgendwie Mittelmaß aufzubauen oder zu forcieren, sondern das ist ein Angriff nach oben. Und da sind genau die richtigen Spieler geholt worden, aber es sind auch genau die richtigen Spieler schon im Verein, wie Paul Fabi, Tim Mattes mit eingewechselt, aber auch natürlich Leute, die Weltniveau haben, wie ein Hans Lindberg etc., die in der Mannschaft spielen. Ich habe tatsächlich heute Morgen, jetzt kein Witz, ich habe einen Puma-Schuh gesucht, ich habe aber nur einen goldenen. Ich habe tatsächlich heute Morgen, jetzt kein Witz, ich habe einen Puma-Schuh gesucht, ich habe aber nur einen goldenen.